Blurred Coach Don John ist ein Profi-Verführer. Also der ist nicht nur ein Profi-Verführer, das ist ein richtig... Junge, ich habe schon ein paar Mal ein Video zu ihm gemacht und der ist sehr, sehr lost. Don John, unfassbar loster Typ. Ich bin gespannt, wie er das jetzt aufzieht, was er jetzt so sagt. Und let's go. Komm, wir gucken uns das mal an. Aber ich denke, ich hätte den Titel anders gewählt. Weil jetzt denkst du so... Der hat sogar ein Placement. Junge, der hat ein Placement von Cyber Ghost. Ich krach mir ab, Alter. Okay. Er hat sogar Placements. Was ist denn los? Warum habe ich denn keine Placements? Der Flirt-Coaches auf YouTube ist enorm. Ich habe zwar selber nicht nachgezählt, aber ich bin mir sicher, es sind ungefähr mindestens 3. Und ich glaube, jeder weiß, dass die Zielgruppe von diesem Typen einsame, naive Männer sind, die immer noch glauben, dass Anmachsprüche funktionieren. Was ist euer Nummer 1? Ey, Torben, grüß dich. Kaiser ist Gurkensohn in dünn und gepflegt. Das sollte ich so nicht behaupten. Nee. Den werde ich gar nicht in die Gurkensohn-Richtung schieben. Anmachspruch heute Abend. Der will bei dir schlafen, wir haben über Big Schieß. Einer von diesem Flirt-Code. Nee. Ganz ehrlich. Ey, wirklich, es ist auch nicht böse gemeint zu Gurkensohn, aber... Nee, das ist er nicht. Ich weiß nicht, schreibt mal rein, Leute. Findet ihr, er sieht so ein bisschen aus wie Gurkensohn, nur halt ein dünner und ein gepflegter. Also ich weiß, was du damit meinst, aber ich würde trotzdem nicht sagen, dass er wirklich so aussieht. Nee, ich finde, safe, also okay. Coach ist Don John verführt und seine Thumbnails sagen eigentlich schon alles aus. Emotionale Männer sind unattraktiv. Sieh hier wie den bösen Buben in dir. Oder mein persönlicher Favorit, sei kein Hühnchen auf Speed. Ich weiß jetzt nicht genau, was das letzte mit Daten zu tun hat, aber ich würde es genauso unterschreiben. Das Ding ist... 100% er übertreibt einfach. Ja, komm, lass, Leute. Als ob so viele Ja sagen direkt. Diese Flirt-Coaches stellen Frauen in ihren Videos immer wie so naive, kleine Trophäen dar. Und du kannst sie alle haben, wenn du die einfach von mir erklären lässt, wie man sie am besten manipuliert. Drum habe ich mir gedacht, Digga, das schauen wir uns mal ein bisschen genauer an. Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Herzlich willkommen zurück bei der besten Sendung auf ganz YouTube. Und ja, meine Freunde, ihr habt es richtig gehört. Heute geht es ums Frauenverführen. Bevor wir damit aber beginnen, noch ein kurzes Wort zu unserem heutigen Sponsor, CyberGhost. Er hat wirklich ein Placement mit... Hatte ich übrigens auch schon mal. Letztes Jahr hatte ich auch ein Placement mit CyberGhost. Auch im Sommer tatsächlich. Also fast vor genau einem Jahr. Ich hab's nicht, Leute. Ach, es ist die 30. persönliche Seite verwendet und das mit einem spart 4 Monate geben. Ey, wirklich no disrespect, ne, zu CyberGhost, aber ich halte es gerade nicht aus, noch eine Werbung zu sehen. Für Sponsoren. Wirklich auch emotional gesehen. Emotional ist das Problem. Und damit zurück zum Aufreißen. Es gibt ein paar YouTuber, die in ihren Videos dafür kritisiert werden, wie sie mit Frauen umgehen, aber Don John ist da was ganz Besonderes. Er ist nämlich der erste Flirt-Coach auf YouTube, den ich gesehen habe, der das Ganze in einen Speedrun umgewandelt hat. Von Nein zu Fuck Me in 2 Stunden. Profi-Verführer klärt Frau in unter 60 Minuten. Und natürlich Profi-Verführer junge, fremde Frau in 30 Minuten zum Sex verführt. Das könnte derzeit auch YouTube-Rekord sein. Ich habe jetzt selber nicht nachgeschaut, aber komm, 30 Minuten. Ich sag euch ehrlich, es gibt so Sparten auf YouTube, die sind angenehm, okay. Und dann gibt es die Sparte Flirt-Coaches. Und bei der Sparte Flirt-Coaches, also da was Ordentliches zu finden, ist schwer, also ist sehr, sehr schwer. Also wirklich 99% ist halt wirklich so krasser Müll, dass du nicht verstehen kannst, wie die überhaupt existieren können. Also diese Menschen generell, wie die existieren können. Mit den mittelalterlichen Ansichten, die haben. So, dann sagen die, ja, also Frauen, das muss als Stück Fleisch angesehen werden und deswegen, du musst ein Ziel haben und so kommst du zu einer Frau und ich denke so, Alter. Du kleiner Go. Wirklich, das tut so weh, wirklich, das ist krass. Aber manchmal denkst du so, ey, machst du jetzt ein Video dazu oder machst du es nicht? Eigentlich lohnt es sich immer dazu, ein Video zu machen, aber... Das ist so eine krasse Verdummung. Weißt du, wenn du zu solchen Leuten recherchierst, merkst du einfach, dass du geistig völlig hängen geblieben bist danach. Minuten. Wir schauen auch gleich in genau das Video rein, aber davor habe ich mir was Besonderes überlegt. Nämlich geben wir uns zuerst das Video das richtige Mindset plus Praxisübung. Und dafür, meine Freunde, habe ich mir Verstärkung geholt von einer weiblichen Frau. Du bist eine Frau, oder? Weibliche Frau. Ja, das ist meine Freundin, die Kathi. Ihr kennt sie noch aus dem Q&A-Special. 10.000. Das ist der Boy, den wir uns heute anschauen. Das ist der Don John. Ja, was sagst du zu ihm? First of all. Also er hat nicht zugehört im Deutschunterricht, weil er steht mitten in seiner PowerPoint. Ja, es ist aber ein Look, oder? Ich finde es irgendwie cool. Das ist das richtige Mindset. Man muss... Ey, kenn ich noch gar nicht. Ich habe dieses 10.000... Ey, wirklich nur Disrespect. Ich habe das gar nicht gesehen. Ich habe gar nicht... Also erstmal Glückwunsch zu den 10.000, aber...
Bist mittlerweile bei 38.000. Heilige Scheiße, der hat es immer anders geschafft. Und das 10.000 Special, das war vor 4 Wochen oder so, das ist krass. Was? Bro Alphakill, meine Englischlehrerin sagte, dass du go ein judenfeindliches Wort ist. Nicht von mir, hat meine Lehrerin wirklich so gesagt. Also, nee, aber doch nicht du kleiner go. Ich habe gesagt du kleiner, oder habe ich gesagt du go? Nee, keine Ahnung. Also, wenn ja, dann tut es mir leid, das wusste ich nicht. Jetzt bin ich gespannt, was jetzt zu Don John gesagt wird. Was jetzt hier die Expertise von der Freundin von Kaiser ist. Muss ich aber trauen. Seid ihr an Sex interessiert? Ja? Ja? Bist du an Sex interessiert? Meine Oma schaut das Video. Also, wenn jetzt jemand zu mir herkommt und mich das so offen fragt, dann würdest du ja sagen. Da würde ich mich sehr bedroht fühlen. Oh, das wird doch besser. Was auch immer du willst, es reduziert sich im Endeffekt immer auf. Der hat wirklich so. Scheiße, das wusste ich gar nicht. Der hat wirklich ein Seminar geführt oder irgendeinen Vortrag geführt. Fragt einmal die Leute, seid ihr an Sex interessiert? Ey, so unangenehm. Also meint er damit, dass grundsätzlich jede Beziehung darauf basiert, dass du mit ihr Sex haben solltest. Aber er so, ja, also grundsätzlich musst du über das Thema Sex reden und dann kannst du darüber reden, ob du eine Beziehung eingehst. Ja, weil das ist so seine Masche. Er will immer zuerst Sex haben und dann kannst du die Frau so einkategorisieren. Wenn du eine Freundin suchst, solltest du ja, du musst nicht lange warten. Je schneller du mit der Frau im Bett landest, desto schneller kannst du sie auch zu deiner Freundin machen. Wenn du. Stimmt, oder? Nein, das ist kompletter Bullshit. Also erstmal im Bett kannst du vieles versauen. Nicht, wenn du Don John heißt und den Long John hast. Heißt er Don John? Ja, Don John verführt. Verführt ist sein Nachname. Vielleicht heißt er Dungeon. Dungeon verführt. Er verführt die Frauen in seinem Dungeon. Das ist wichtig, schreibt euch das auf. Er saves so ein Dungeon. Ja. Direkt nach dem Sex gehst du mit der Frau was essen. Nicht davor, nicht so viele. Die meisten Verehrer machen das so. Fühle ich. Gute Idee. Also ganz ehrlich, das denke ich auch, Georg. Das Publikum ist gecastet. Da setzt sich doch nicht wirklich jemand hin und denkt, jetzt kann er ein paar Tipps von Don John verführt. Also wer Don John verführt aus dem Internet schon kennt, der weiß, man sollte nicht unbedingt auf seine teils sehr, ich hätte jetzt nicht sagen frauenverachtenden Aussagen, aber schon sehr niederträchtigen Aussagen hören. So. Also schwierig, keine Ahnung. Das, also ich weiß nicht, also ich dachte erst, das ist ein Pappaufsteller. Ja, aber das sind wirklich, ich glaube, das sind reale Menschen. Oder der hat das mit so 3D-Animationen irgendwie hinbekommen. Aber das kann sich doch niemand freiwillig geben. Also sie müssen doch bezahlt werden dafür. Ja. Schreibt euch das auf. Geht auch während dem Sex essen. Geht essen und habt dort Sex. Habt Sex mit dem Essen. Das Beste, was du machen kannst, ist, du gehst direkt nach dem sie mit, gehst mit ihr etwas essen. Und die Frage, die sie stellt, die sie stellt, ist dann, hä, warum macht er das? Ich meine, er hat ja jetzt alles bekommen, was er wollte. Er krank. Er nimmt sein männliches Geschlecht. Ja. Und spricht dem komplett die Stereotype zu. Ja, er ist die Stereotype. Ich kenne jemanden, der bei so einem Seminar war. Gibt genug. Da musste ja so verzweifelt. Also jetzt ist auch nicht böse gemeint, da musste ja so verzweifelt sein. Auf ein Seminar zu gehen, wo dir jemand. Weißt du, es gibt im Internet auch Videos, aber dann noch auf ein Seminar physisch hinzugehen, um dir das. Es muss einem doch auch peinlich sein, dorthin zu gehen, oder? Er ist Don John verführt. Für ihn ist halt so, du musst so schnell wie möglich mit ihr Sex haben. Und dann gehst du mit ihr essen oder spazieren und sie denkt sich, hä? Was will der von mir? Ich finde es halt sehr fraglich, wenn er Tipps gibt an augenscheinlich Leute, die keine Ahnung haben, sonst würdest du das nicht anschauen. Ja. Und die dann die komplett falschen Tipps geben. Aber das ist halt auch das Problem. Diese Leute sind, also no front, die werden jetzt wahrscheinlich nicht so das Selbstvertrauen haben oder sowas. Und sie werden aber dann glauben, okay, sie müssen jetzt zur Frau hingehen und straight, wisst ihr, straight... Rammen. Straight rüberfahren und so. Den Cock auf den Tisch packen. Und dann massieren lassen. So, das ist die Methode von Don John. So, die werden das dann auch direkt machen und nachahmen. Die sind danach bestimmt gegenseitig zueinander gelaufen und haben sich den Penis angerieben oder so. Ich weiß es nicht. Er wollte einfach lernen, wie man jemanden ansprechen kann. Weiß nicht, ob die das gut machen. Wenn sie zum Beispiel Mädchen kennenlernen, das einfach zum Beispiel Jungfrau ist. Ja,
Du kannst ja nicht einfach ihr hinterherlaufen und sagen, ich will keine Beziehung, aber komm ins Bett. Das werden viele Frauen wahrscheinlich nicht machen. So, jetzt wird's aber richtig geil, weil jetzt holt er sich eine Beispielsfrau, ja? Also das ist die Beispielsfrau. Wir verwenden keine echten Frauen, weil das ist irgendwie cringe. Die meisten Menschen haben einen Sicherheitsabstand. Fremde Menschen unterhalten sich innerhalb von, ja, einem Meter. Ihr überschreitet bewusst diese Grenze und stellt euch sehr nah. Schaut der Frau direkt in die Augen und schaut, ob sie diesen Druck schon handeln kann oder nicht oder ob ihr das unangenehm ist. Den Druck? Also, Schritt 1, die Frau unter Druck setzt. Es ist auch unangenehm, ne? Also ein Mensch hat ja verschiedene Zonen und die Intimzone ist eigentlich das, wo nur sehr Vertraute erstmal hinkommen sollen oder so, sonst wirkt es unangenehm, ne? Und das, was er macht, ist, ey, geh in die Intimzone, mal schauen, wie sie darauf reagiert. Nein, es ist einfach unangenehm, wenn jemand dich kennst und der geht so richtig nah an dich ran, weil du weißt ja gar nicht, wie ist denn der eingestellt, was ist das für ein Typ? Und der möchte jetzt dieses Bild veröffentlichen, ja, also, ist gut so, einfach mal sich dorthin zu sneaken. Nero, danke für den Sub, Bruder. 13, immer der Wichtigste. Immer der Wichtigste. Also, das ist einfach nicht gut. Das kommt auch nicht gut an, wenn du dich so nah an eine Person stellst. Weißt du, wenn du ganz normal rantrittst, okay, aber doch nicht so extrem nah. Und du kannst nicht einfach zu einer Frau hingehen im Club, sie anschauen und wenn sie dich anschauen, machst du... Du musst sie direkt angreifen. Ich demonstriere das mal ganz kurz. Hey, was geht ab? Hey, was geht ab? Dann bringt ihr euren Spruch, ob jetzt direkt oder indirekt, spielt im Endeffekt keine Rolle. Ihr könnt sagen, dass sie Sex ist, ihr könnt auch fragen, wo die Post ist. Ja, der notiert sich einfach. Was denn? Hat der wohl eine ganze Mappe? Letztendlich zählt es nicht, was ihr sagt, sondern wie ihr es rüberbringt. Also die Körpersprache ist das A und O. Darum. Das kann nicht sein, dass dort wirklich Menschen sitzen und sich was ausschreiben, Leute. Ey, sorry, ich kann mir das nicht vorstellen. Du kannst dich doch nicht unironisch in so eine Scheiße setzen, dir wirklich von Don John, ja dem Don John, eine Frikadelle ans Knie quassen lassen und dann schreibst du das auch noch auf. Alter, das ist ja, wo sind wir denn hier angekommen? Worum geht es im Endeffekt und was ihr sagt, ist egal. Also ihr... Okay, was ihr sagt, ist egal. Hey, ich habe mich gestern angeschissen. Und ihr haltet jetzt... So sollte man die Konversation beginnen. Die Hand fest. Die meisten Männer, was sie machen, ist, ja, hi, oder wenn sie überhaupt sich vorstellen, die meisten stellen sich nicht vor. Wenn sie sich vorstellen, ganz kurz, Hand reichen, fertig. Das macht ihr nicht. Ihr werdet die Hand festhalten und zwar so lange, bis die Frau die Hand von sich aus wegzieht. Und wenn sie nicht wegzieht, noch besser, dann nimmt ihr eure andere Hand und legt sie da drüber. Oh. Hi, ich bin Don John verführt. Aber wenn er so festhält, kannst du sie nicht mal wegziehen als Frau. Wenn die Frau wegziehen will, dann haltet dem Druck noch stand und zeig ihr, wer die Hosen anhat. Haltet die Frau so lange fest, bis sie es schafft, wegzulösen. Bis sie weint. Bis sie weint. Und dann tretet auf sie ein. Und dann habt Sex mit ihr, während sie verkrümmt am Boden liegt. Und dann geht mit ihr essen. Ich glaube, ich verstehe so langsam, was für ein Typ Mensch das halt wirklich ist. Der verdient halt logischerweise damit sein Geld, aber gleichzeitig, indem er das macht, erschafft er halt dieses Bild, dass Frauen ja mit seinem Coaching alle geknackt werden können und die sind ja eh so dumm, dass man sie mit ein paar Tricks rumkriegt. Seien wir uns aber mal ehrlich, für wen sind solche Videos wirklich gemacht? Für so jemanden wahrscheinlich nicht. Für so jemanden wahrscheinlich auch nicht. Wahrscheinlich sind diese Videos eher für eher nicht so attraktive, eher nicht so selbstbewusste, eher nicht so überzeugende junge Männer gedacht und als jemand... Ich gebe es zu, das ist alles auf Torben Platzer zurückzuführen, alle Eigenschaften. Deswegen ist er wahrscheinlich auch hier, um sich den einen oder anderen Tipp einfach mal hier mit abzuholen. Jemand, der sich jetzt erstmal nicht so einschätzen würde, könnte ich halt sagen, ja, das passt halt einfach gar nicht zusammen. Es ist halt einfach so, der kleine schüchterne Aaron wird niemals so rüberkommen wie der... Lass mich bitte. Tja, das Einzige, was dir noch helfen könnte, ist der YouTube-Fame und der Insta-Fame. Ah, du hast doch sogar einen blauen Haken, oder? Nee, du hast sogar einen blauen Haken, so. Das könnte, weißt du, das ist ja Vorteil im Gegensatz zu Orange Marange, weil die hat keinen. So, du könntest vielleicht damit noch punkten, ne? Oder, warte, Torben? Ich glaube, du hast einen blauen Haken. Mach mich fertig. Tatsache, ja. Der König. Einfach 187 Follower. Long Don John. Bekommt aber halt gleichzeitig mit diesen Videos und mit diesem Coaching vom Long Don... Wie heißt er? Don John, Entschuldigung. Bekommt gleichzeitig dieses Weltbild vermittelt, das halt komplett krank ist. Und damit kommen wir jetzt auch schon zu seinem 30-minütigen Speedrun, wie man Frauen aufreißt. Also das Video beginnt damit, dass er in irgendeinem Café oder wie auch immer eine Frau anspricht, die zufälligerweise ganz alleine da sitzt. Sorry, sprichst du Deutsch? Ich wollte dich nicht beim Essen stören, aber du siehst gut aus, deswegen wollte ich Hallo sagen. Jetzt geht es aber in erster Linie natürlich darum, was für Werte hier vermittelt werden. Und es sind natürlich auch keine guten. Wir gehen straight weiter und passt auf, was der nächste Tipp ist. Schätz mal. 24.
24 Jahre, sehr gut. Cool. Wie unangenehm. 24 Jahre, sehr gut, und klatscht ein wie so ein kleines Kind. Wirklich, ey, wenn ich sowas machen würde, dann ist das wirklich bei dem kleinen Kind, wo man so einklatscht, so, ja, das ist gut gemacht, das ist fein gemacht, so, weißt du? Junge, ey, ich würde mir so rüberkommen, als würde er mich als geistig minderbemittelt einstufen, so. Ja, 24 Jahre, ich habe davor in Nürnberg mal gewohnt. Und hier sage ich, dass ich 24 bin, in Wahrheit bin ich ja schon 28. Ja, also wie ihr sehen könnt, hier lüge ich der dummen Fatze einfach ins Gesicht. Im nächsten Schritt steht er auf und geht, was ich irgendwie komisch gefunden habe, weil ich dachte, das geht jetzt in einem so 30 Minuten am Stück und dann ist sie mit ihm im Bett, aber nein, keine Ahnung. Sie treffen sich halt wieder beim McDonald's. Und auch das, was beim ersten Mal besprochen wurde, ist absolut scheißegal. Passt auf, was er jetzt sagt. Also ich habe damals, da warst du glaube ich noch gar nicht geboren, in der vierten Klasse, da war ich 9 Jahre, oder ich weiß nicht mehr, 9 Jahre, ich weiß nicht, wie alt ist man in der vierten Klasse? 9. In der vierten Klasse ist man 19. Jetzt weiß ich auch, warum die sich auf ihn eingelassen hat. Ja, jetzt ist mir alles klar. Ja, ich find, also wenn sie in der vierten Klasse 19 war, dann weiß ich auch, welches Klientel er da angesprochen hat. Nein, no shame gegen dumme Menschen, ne? Also, no shame. Achso, okay. Ach, zwischen 9 und 10. Oh, ich wollte gerade sagen, wie los. Ja, in der vierten Klasse ist man 9 oder 10 Jahre alt. Ja, da warst du auf jeden Fall noch gar nicht auf der Welt. Ich, ja klar, ich bin 23, 24, was auch immer ich gesagt habe. Da war ich 9 Jahre, da warst du, glaube ich, noch gar nicht geboren. In der vierten Klasse. Emotional Damage. Nachdem sie bei McDonald's waren, weil sie coole Pokémon-Figuren haben. Und ich weiß, das hört sich jetzt an wie ein Scherz, aber er sagt das for real. Ich habe einfach wirklich Bock, ins McDonald's zu gehen, weil es da eben Pokémon-Figuren gibt. Gehen sie zu ihr nach Hause und er gefühlt, er f***t sie fast schon im Stiegenhaus. Und da fragt man sich natürlich, okay, wie viele Klicks hatten so ein Video ungefähr? Was schätzt ihr? Das hat bestimmt über 1 Million Aufrufe. Falsch, 1,1. Ich weiß es doch, ich weiß es doch. Sag doch über 1 Million Aufrufe, ich glaube, es ist somit Zeit bekanntestes. Was jetzt mal ernsthaft? Ich mache ja gerade das Coaching vom Tinder-Schwindler für mein Video, aber das ist harmlos dagegen. Das ist ein Coaching für Pedos oder so, was Frauen tagiert, die sich nicht wehren können oder sich nicht trauen. Ja, ey, das ist auf jeden Fall, das, was hier, ich finde, das, was hier gezeigt wird, ist mega gefährlich. Scheiße, das ist ein Tinder-Schwindler, ich habe das nur beiläufig mitbekommen. Ich wollte mir das eigentlich angucken, aber dieses Tinder-Schwindler-Ding, das ist nach 10 Minuten war es mir relativ langweilig. Da habe ich mir nicht angeguckt, das ist ein bisschen lost von mir. Würdest du sagen, das lohnt sich, sich das anzugucken? Ich glaube, bei Netflix war es, ne? Dieses Nahkommen, Handgelenk festhalten und sowas ist echt sehr gefährlich, ja. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ey, gerade aufgrund solcher Leute, ne, die vermitteln da ein Bild, dass man sich an Frauen, dass man Frauen wie so Objekte direkt behandeln soll, einfach direkt mal anfassen und sowas, ne? Sich in die Intimzone stellen, was sich einfach nicht gehört, ja. Und vor allem, was auch unangenehm der Frau gegenüber ist. Haben wir ja vorhin schon mal gesagt. 1 Million Klicks. Für mich ist das ja in erster Linie ganz lustig, gell? Weil das ist ja offensichtlicher Bullshit, was der da macht. Aber es ist halt nun mal so, dass das nicht jeder differenzieren kann. Und 1,1 Millionen junge Männer werden sich jetzt da draußen denken, okay, perfekt. So habe ich mit Frauen umzugehen. Ich muss sie unter Druck setzen. Ich muss sie anlügen wegen meinem Alter. Ich muss sie direkt im Stiegenhaus noch f***en. Und ich verstehe halt einfach nicht, wie du Long Dong John, dass er einfach wirklich stolz empfehlen kannst, dich wirklich so präsentieren kannst. Das ist halt für mich einfach unbegreiflich. Aber wenn es halt Klicks und Geld bringt, dann pff. Wen interessiert. An der Stelle nochmal ein fettes Dankeschön an ServerGhostVPN fürs Sponsern. Ich kann es euch halt wirklich einfach nur empfehlen, weil für 1,94 € im Monat, da findest du keinen besseren VPN-Anbieter. Gönnt euch auf jeden Fall alle gesperrten Inhalte. Hat er recht. CyberGhost, wo seid ihr? Mit dem Link in der Beschreibung. Also, wenn demnächst ein Placement kommt mit CyberGhost, dann werde ich das gleiche sagen. Meine Freunde, lasst mich gerne unten in den Kommentaren wissen. Lasst mir auch gerne ein Like da und ein Abo für die Leute, die es noch nicht gemacht haben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. David, bis zum nächsten Mal. Ey, richtig gutes Video. Mir hat das richtig gut gefallen. Das war richtig erfrischend hier mit seiner Freundin. Jetzt mal no joke, wirklich dicke Props an das. Also wirklich richtig gut gemacht. Das hat auch perfekt gepasst zu der Situation, weil er konnte Dinge auch so nachstellen. Wenn du das alleine machst, kannst du schlecht die Situation so nachstellen. Fand ich gut. Sag ich euch ehrlich. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Fand ich sogar mit am erfrischendsten von den ganzen Videos auch zuletzt. Ne? Sehr stark. Simon Leviev. Ich habe es bei Netflix gesehen und Netflix hat das so gedreht, dass ich dachte, die Frauen würden danach sterben. Dafür wurde ich von meiner Freundin so heftig ausgelacht, okay. Siehst du, dann weiß ich es mir noch gar nicht angeguckt habe. Ich müsste mir das vielleicht auch mal reinziehen.
Ja, aber das ist ja echt dieses Tinder-Schwindel. Ey, ich wollte mir das wirklich angucken. Dann kam, glaube ich, glaube Tina. Also, Tina hat dann selber, glaube ich, gesagt: Nee, können wir nicht was anderes angucken. Aber halt was anderes angeguckt. Ja. Und seitdem ich dieses Video hier angeguckt habe, muss ich immer hier dran denken. Mirko, mir kommt es so vor, als sei das ganze Leben nur eine einzige Qual. So kommt es mir vor. Vor allem nach dem Video. Das muss einfach mal gesagt werden. Danke, Stan, grüß dich. Weil Mario Kart kann ich dir so nicht sagen. Ja, ich kann dir auch nicht versprechen, ob Mario Kart. Ne? Also das ist alles immer so eine Sache. Selbst habt ihr zum Beispiel Wer wird Millionär gespielt und die letzte Runde fast die Million gewonnen. Das war eine enge Kiste. Das war eine 50-50-Sache. Ich habe mich fürs Falsche entschieden, sonst hätte ich direkt eine Million geknackt. Weiß nicht, ich fand das komisch aufgezogen von Netflix. Siehst du? Deswegen vielleicht. Deswegen hatten wir am Anfang gesagt, dann eben nicht. Stell dir vor, ein 16-Jähriger erzählt, dass er 12 Jahre ist wegen dem Video. Junge, überleg dir das einfach mal. Ach du Scheiße. Machst dich halt einfach mal 4 Jahre jünger. Ne? Der war ja auch 28, hat sich aber als 24 ausgegeben. Stell dir mal vor, ein 16-Jähriger wirklich mit einer 12-Jährigen. Was übrigens auch nicht erlaubt ist. Also, du darfst das nicht. Das ist ja ein bisschen schwierig tatsächlich. Nee, Marci, das kannst du nicht machen. Du kannst mich jetzt nicht emotional erpressen. Das weißt du selber, dass das jetzt der falsche Weg wäre in der Situation. Gantor, grüß dich. Wann wieder 12-Stunden-Stream? Ich hoffe, im September finden wir die Zeit. Aber ich glaube, im September hätten wir theoretisch sogar die Zeit für einen 12-Stunden-Stream. Ich brauche eine Therapiestunde nach dem Stream. Ich weiß, es ist heute harter Tobak. Heute ist wirklich harter Tobak. Im September. Nee, es hat gar nichts mit dem September zu tun. Es hat was damit zu tun, dass ich im August einfach keine Zeit habe, weil ich einfach fast die ganze Zeit nicht zu Hause bin. Ich bin ja vom 1. bis zum 13. Kroatien, Slowenien und so weiter. Dann bin ich eine Woche da, aber auch nicht am Wochenende, sondern nur dann bin ich die Woche darunter da. Und dann geht es schon wieder nach Köln zur Gamescom und nach Köln Gamescom ist der Monat schon wieder um. Bitter, Leute, bitter. Ja, ansonsten müsste ich den 12-Stunden-Stream unter der Woche machen, aber muss ich halt Videos auch drehen, deswegen funktioniert nicht. Ja, das ist gerade ein bisschen schwierig. So ein Ding ist das nämlich. Was haben wir denn hier noch so? Calvin Kleinen, weiß ich nicht, ob wir das angucken, aber wobei ist auch interessant. Die Zerstörung von Prinz Markus. Ich glaube, das ist auch mit Kaiser. Gamescom sehen wir uns, Bro. Dann probieren wir die ganzen Taktiken mal aus. Ey, geil, schön, dass du... Ey, ohne Witz, das wusste ich nicht, dass du mit dabei bist. Weil ich dachte so, Gamescom, ja, wirst du vielleicht nicht so gehen, weil interessiert dich nicht so, aber ey, sehr geil. Sehr geil, freue ich mich auch richtig sehr. Also du hast bestimmt auch die Akkreditierung, oder? Ja, da können wir auf jeden Fall schnacken. Es ist mir eine große Ehre.